So, hallo liebe Freunde, willkommen zurück nach einem kleinen Absturz, nachdem die Oma sich bei uns ins System gehackt hat und ich weiß gar nicht mehr, wann wir zuletzt gespeichert haben, wie jetzt der Stand der Dinge ist. Hallo, ich komme hier gar nicht hinterm Stuhl. Hallo? Ich setze mich jetzt einfach auf den Stuhl drauf. Ah nee, ich saß gerade auf dem Stuhl, obwohl ich nicht drauf saß. Und ich versuche jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie weit wir überhaupt waren. Ich hechte mich gleich rüber in Robertos... Uah! Wieso ist denn das Licht wieder aus? Und ich höre Herzklopfen und die Schublade ist aber offen. Wir haben die Taschenlampe schon. Ach, Oma! Nicht Oma! Oma, lass mich doch kurz... Ich hab grad geladen, Oma! Jetzt düdelt der gleiche Song wieder rum und ich hoffe... Die kommt ja weder durch die Tür noch durchs Fenster. Das wäre eigentlich geil, wenn die Musik dann spielt und versteckst dich irgendwo und die Tür dann so... Gewitter. So. Ich gehe da jetzt nicht raus, das kannst du knicken. Kann man sich hier überhaupt unter dem Sch... Was? Ich kann nicht rangehen. Alter, die Oma steht im Flur. Ich kann doch jetzt nicht ans Telefon gehen. Bekloppte Oma. Alter, die mobbt uns. Die steht drüben da im Flur und ruft uns jetzt an. Und tut, als ob alles in Ordnung wäre. Ich gehe da nicht raus. Okay, Fizzle weg. Hallo, Oma, bist du's? So ist das kaputte Telefon, das benutze ich nicht mehr. Das liegt hier nur rum. Alter, die Krissel gehen nicht weg. Ach, hier ist ja ein Telefon. Ich gehe mal... Da kann ich mal nicht rangehen. Und ich kann mich auch nicht unterm Tisch verstecken. Huch! Was ist, wenn ich mit The Boss hier einlogge? Nee. Ich wollte mich mal probieren, die verschiedenen... Achso, ich wollte mal probieren, die verschiedenen User-Accounts. Alter, ich kann doch jetzt hier nicht rausgehen. Ich weiß genau, die steht da um die Ecke. Ach, jetzt hört's auf. War hier die Batterie drin? Ich sehe da nichts, da ist auch nichts drin. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie lange es jetzt dauert, bis die Plempe wieder anfängt. Die fing doch ziemlich unmittelbar hier wieder an, ne? Ach, Alter. Die scheiß Bildschirme. Boah, ich bin wieder aufgedreht. Ich habe natürlich aus meinem Fehler gelernt und habe dann natürlich trotzdem wieder einen Red Bull vor der Aufnahme getrunken, weil ich muss ja mal aufnehmen, wenn es spät ist, damit es draußen dunkel ist, was jetzt zur Sommerzeit ein bisschen später ist. Und da ich ja momentan so einen wunderbaren Biorhythmus habe, bin ich ja abends immer relativ müde und stehe relativ früh auf. Ich höre Herzklopfen. Okay. Nur vorsichtshalber, weil ich höre gerade Herzklopfen. Schön hier auch. Oh. Damit kann ich Oma bekämpfen. Dann haue ich ihr so eine Schublade gegen den Steiß. Dann kippt sie einfach aus den Latschen. Was haben wir da für einen Rechner? Wieso hänge ich hier eigentlich unterm Tisch rum? Wahrscheinlich, weil es gleich wieder losgeht. Oma! Nimm mal die Tür aus dem Gesicht. Irgendwo waren doch hier Batterien drin. Ich weiß aber nicht mehr wo. Eine Batterie. Da haben wir eine Batterie. Ich mach die Tür mal zu, bevor der Omse wieder kommt. Omse Bus-Simulator. Ja, wir haben eine Batterie gefunden. Ich freue mich, Duracell. Ich weiß nur nicht genau, ob es jetzt die erste ist oder die zweite. Neue Batterie. Na jetzt, halt! Willst du mich verarschen? Okay. Ich glaube,
glaube, da hat jemand Redebedarf. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt vor die Tür gehe und das Gekrissel anfängt. Hm! Ich bleib hier im Zimmer, weil hier kommt sie nicht rein. Ich sehe, das Gekrissel wird schlimmer, das wird schlimmer, es wird schlimmer, es wird schlimmer. Ich setze mich jetzt hier auf den Stuhl und halte die Schnauze. Ich kann mich nicht hinsetzen, aber ich halte trotzdem die Schnauze. Ganz ruhig, ganz ruhig. Chi, Mantra. Fokussieren. Alter. Ich hasse diese Oma, die ist so kacke. Die ruft an und dann kommt die einfach, wenn ich zum Telefon gehen will. Alter, das ist Mobbing, Oma. Immer wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war. Oma, du warst nie für mich da. Kann ich hier mit dem Ouija-Brett nicht irgendwie sagen, Oma, du bist kacke? Aber das will ich auch gar nicht, weil ich glaube, die ist eh schon sauer auf uns. Es wäre eigentlich cool, wenn die da wirklich mal vorm Fenster steht und nicht reinkommt oder vielleicht doch versucht reinzukommen oder irgendwas. Und wieso kann ich hier nicht ans Telefon gehen? Wieso ruft die nicht hier an, wo ich bin? Ich kann jetzt auch nicht rübergehen, solange es krisselt. Die verkackte Scheiß-Oma, Alter! Alter, die verkackte Scheiß-Tyrannen-Mistsau-Oma! Die versteckt sich da in unserem eigenen Büro und ruft da an. So, was ist los? Bestimmt Mutti, ich hab Kartoffeln vergessen. Ja, klar siehst du mich. Du hast ja gerade in der... Du hast gerade in der Tür gestanden, Mann, du Schabracke. Alter. Alter, mein Herz. Ich sollte echt keinen Red Bull trinken. Irgendwann klappt mich ja vor der Kamera einfach ab. So. Alter, habe ich ja gerade zum Glück die Tür vor der Nase zugesemmelt, aber gebracht hat es offenbar gar nichts. Da ist die zweite Batterie. Ey, die macht Sachen mit uns. Ja, jetzt hast du Batterie. Used. Wieso ist die used? Die ist doch gar nicht used. Die ist doch new. Ah, ich dachte, jetzt klappt hier wieder alles auf, aber zum Glück nicht. So, wir haben eine Taschenlampe mit Batterien. Die Frage ist nur, wofür? Weil hier brennt doch überall schön Licht. Was die nächste Frage aufwirft, ob das eventuell nicht für immer so bleiben wird. Ich wollte übrigens mal ausprobieren, nur mal ganz kurz nebenbei, dieses Sprenzchen mache ich ja ganz... Vor allem, wenn die hier im Zimmer war, Alter. Dieses Sprenzchen mache ich ja ganz gerne mal. So, Mi. Echelon. So, wir haben ja verschiedene Sachen, Anna und The Boss, und wir haben verschiedene Rechner hier. Das heißt, die Frage ist, kann ich zum Beispiel an irgendeinem Rechner mit dem Account The Boss einloggen? Das wäre halt meine Frage. Ich könnte jetzt auch speichern mit den Batterien, ne? Aber ich will ja nicht zu oft speichern. Vor allem, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Da leuchtet's grün. Ich hangel mich jetzt hier von... Büro zu Büro, weil ich das Gefühl habe, es krisselt gleich wieder. Hey, da war eine Batterie. Halt. Okay, Türen zumachen scheint sowieso gar nichts zu bringen. Alter, ich beruhige mich auch gar nicht mehr. Huah! Psst. Boah, der Mülleimer stinkt. Jetzt muss ich die ganze Zeit hier mit dem Kopf über dem Mülleimer hängen, mit diesen komischen Fratzen hier. Bleib weg, Oma. Bleib weg, Oma. Psst. Kein Wort. Sag kein Wort. Ich muss der Oma mal ein paar Pillen klauen zur Beruhigung. Was mich ja wundert, ist, dass die einen unterm Tisch nicht findet oder so, sondern man, das, weiß ich nicht.
Aber die ist halt schon alt, die kann sich nicht mehr bücken unter die Tische, deswegen sieht sie einen dann nicht, weißt du, der Ischias und so. Schlechter Rücken. Was hat denn der Robert für eine Oma, ey, ganz ehrlich. Dass der überhaupt eine Mutter hat, dass die Oma Kinder gemacht hat, das wundert mich ja. Vielleicht will die ja mit uns Kinder machen. Vielleicht soll der Robert ja ein Brüderchen kriegen oder so. Uah. So, es krisselt immer noch. Ich komme nicht raus, weil wir haben gelernt, böse, machst du nicht. Ist schlechte Idee. Komm, Krissel, jetzt gut. Krissel! Ich komme nicht raus, Alter, kannst du vergessen. Das habe ich einmal gemacht und wenn die Oma mich jetzt hier kriegt... Alter, das hört nicht auf mit dem Gekrissel. Ich kann doch jetzt nicht rauskommen. Wieso hört das nicht auf? Wenn ich jetzt rauskomme, steht die da. Ich weiß genau, die steht da. Ah. Puh. Ah. Alter, ich habe das Gefühl, die steht gleich trotzdem da, auch wenn da Gekrissel ist. Ich würde gerne mal zum Klo laufen. Boah, wie gerne ich jetzt zum Klo laufen würde. Das ist übrigens Unisex, ne? Ist nicht für Frauen oder so. Da wurde ja gesagt, ich gehe aufs Frauenklo. Ist aber Unisex. Es gibt tatsächlich... Jetzt ist es wieder abgeschlossen. Ich verstehe die Toilettenpolitik hier nicht. Das war nämlich offen. So, jetzt bloß weg. Na, jetzt mach an, die Scheiße. So, will mal was probieren? Ich kann den Rechner gar nicht benutzen. Aber ich kann hier drunter. Okay, das ist schon mal wichtig. Alter, ich kann mich doch nicht von Schreibtisch zu Schreibtisch robben. Auf jeden Fall, ich fühle mich richtig wohl unter den Schreibtischen. Und ich frage mich, warum bleibt er nicht einfach unter den Schreibtischen sitzen? Bis der Oma wieder weg ist. So, ich hoffe, jetzt geht's nicht wieder... Warte mal, da war doch was unter dem Schreibtisch. Ich habe doch da gerade was gesehen. Warte mal. Moment. Sekunde. Alter. Der Programmierer Heinz, ey. Der hat sich doch bestimmt einen abgelacht, als er es programmiert hat. Jetzt geh doch zu. Keine Batterie, da auch nicht. Dann gucke ich nochmal in die Schublade. Ach ja, man soll die untere zuerst aufmachen. Vielen Dank für den Tipp übrigens, dass man die untere Schublade immer zuerst aufmachen soll. Das ist übrigens sehr praktisch. Aber drin ist trotzdem nichts. Und ich traue mich jetzt nicht hier raus. Es bleibt auch immer 12.08 Uhr hier übrigens. Im ganzen Büro ist es die ganze Zeit durchgehend 12.08 Uhr. Es wird nicht später. Und wieso kann ich nicht hier an den Rechner? Ich will übrigens nicht rausgehen, weil ich habe das Gefühl, der Zyklus müsste jeden Augenblick wieder losgehen. Ich guck da jetzt nicht raus. So, der Zyklus der Oma, weiß der Bescheid? Na komm schon, die spielt doch gleich wieder ihre alte Scheibe. Dim, 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 dim. So eine Pflanze habe ich übrigens auch von Ikea. Ich weiß nicht, ihr kennt da bestimmt, ne? Huah! Jetzt unter den Tisch! Und sie ist in der Nähe, weil das Gekrissel schlimmer ist.